Vor dir knien Herr und Knecht und Hund und Katz, unser lieber Robert Heinrich. Wir danken es dir recht. Wir haben einen Kaiser. Uns geht es nie mehr schlecht. Geliebtes Volk, liebe Untertanen, wir, Robert Heinrich I., durch Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, blicken auf das letzte Jahr zurück und denken uns, also das hätten wir auch zusammengebracht. Zuerst Ibiza und dann sagt er noch zack, zack, zack und dann ist er selber zack, zack, zack. Eine besoffene Geschichte. Und dann kommt noch das Ganze mit dem Gold. Und der andere, der Junge, sagt, der hat von gar nichts gewusst. Postenschacher, keine Ahnung. Das sind die Besten. Na, wirklich, unsere Politiker sind wirklich jeden Euro wert, so lustig wie die sind. Applaus, Herr Stein. Herr Stein. Sag mal, so ist die Hymne noch nie vorgetragen worden. Wer war denn das bitte? Majestät, es handelt sich um den Sänger, Entertainer und Kabarettisten Viktor Gernot. Ah, na husch. Schau, wir sind zu zweit, die Pinguine, gell? Das sind Pinguine. Zwei. Nicht, dass einer verloren geht, ja? Husch. Apropos zwei, wo ist sein Freund, Seifenstein? Normalerweise hat er ja immer einen Freund dabei, nicht? Majestät, meinen den Kabarettisten Michael Nirvarani, Hofbildstelle? Ja, den meinen wir. Wo, hat er den heute daheim lassen, oder was? Silvesterabend dürfen wir wieder das österreichische Publikum, Ihr Volk, bespaßen. Ja. Nach Ihnen natürlich, Majestät. Ja. Und bereitet euch? Nach euch, Majestät. Es darf ich meine Beine kreuzen, verzeihen Sie? Ich bitte darum. Danke höflichst. Und da dürfen wir nachher spielen und der Michael bereitet sich schon vor. Ah, Text. Einer muss den Text können, nicht? Ja. Und wie schafft das dann, dass er dann hinkommt rechtzeitig zum Fernschauen? Nun, Majestät, ich würde vorschlagen, der kaiserliche Helikopter steht oben auf dem Dach. Wir könnten Herrn Gernot dorthin chauffieren, damit er es auch schafft. Ja, dann lassen wir ihn hinfliegen. Danke höflichst. Ja. Wie geht's ihm denn? Na? Ich bin so aufgeregt und so nervös, dass ich einmal in Ihrer Aura mich bewegen darf. In euch. Na, kleiner Tipp, unter uns. Ja. Also, stell er sich vor, wir, also ich, ja, ich bin zwei und wir sind per Du. Wie geht's euch? So kann man sich's merken, dann stimmt's immer. Also, ich bin ein Wir, also zwei und wir sind per Du. Sehr wohl. Na? Und es geht mir ausgezeichnet und ich freue mich, euch bei so guter Gesundheit zu sehen. Er schaut aber auch blendend aus. Danke höflich. Also jetzt war im Auditorium, wenn wir da reingekommen sind, haben wir schon gemerkt, die jungen Damen sind alle sehr nervös geworden. Stimmt es denn, ist er noch Single? Mit Verlaub, nein. Nein? Nein, ich befinde mich in einer Beziehung. Hat er auch einen Durst? Nein, höflichst. Ich hoffe, euch mundet es sehr. Na, will er wirklich nichts trinken? Haben wir ein zweites Glas da? Na, das können wir bringen. Seifenstein. Befehl, Majestät, vormärz. Silvester muss er schon was trinken. Sehr gerne. Sehr und das gerne. Ist kein Klumpert, wir sind ja nicht in Deutschland. Kork doch nicht. Husch. Na, wir schenken ein, schau. Wir sind höflich. Welche Ehre. Also, was sind denn seine Projekte im Augenblick? Erzähl ein bisschen was über sich. Das Größte, das Aufregendste ist natürlich, dass ich bei euch Gast sein darf. Danke, höflich. Richtig. Ja. Prost, da trinken Prost, wir Prost, Meister. Prost. 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 Ja? Und ich darf mein Soloprogramm spielen mit Namen Nicht wahr, kleines Fragezeichen, hinten. Ich darf mit meiner Band auftreten. Ich darf in diesem kommenden Jahr mit der Sigrid Haus ein großes Konzert gemeinsam spielen. Und
Ich darf bei Was gibt es Neues? Immer wieder mal in der Raterunde sein. Das ist eine Ratesendung. Wie geht sich da so eine Beziehung dann überhaupt aus? Ich habe eine sehr verständnisvolle Partnerin. Und die fährt mit auf Tournee? Manchmal. Aber sie hat auch einen, sie hat selbst einen anständigen Beruf. Aber sie wartet dann auf mich, wenn ich zurückkehre als fahrender Spielmann. So ja, die Beziehung ist ja noch jung, oder? Ja. Wie lang? Wie lange ich noch muss oder wie lange ich schon... Wie lange muss er noch? Wir verkehren seit 2,5 Jahren miteinander. Wirklich? Ja. Ich habe es geschafft, lange vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Ja, das wollte man gerade sagen. Das weiß ja gar niemand. Ich glaube, sie hat es auch eine Weile nicht gewusst. Ein Grund wahrscheinlich, warum die Beziehung funktioniert hat. Sehr wohl. Wenn der Partner nichts weiß davon, dann kann er nichts dagegen. Da kann nichts schief gehen. Na, natürlich. Kennen Sie meinen größten... Kennt ihr meinen größten Erfolg? Wenn schon im Theater, dann kennt ihr es. Kennt ihr es, meinen größten Erfolg im Musical? Na? Ich durfte über 400 Mal den Kaiser Franz Josef in Elisabeth spielen. Ich war die Originalbesetzung. Ich habe natürlich dilettiert und ich habe das nur gespielt. Und es ist für mich jetzt drum, es ist so schön, wenn ich einmal einer wahren, der wahren Majestät, der wahren Exzellenz eines wahren Kaisers begegnen darf. Hurra! Hurra! Wie bereitet man sich vor, einen Habsburger zu spielen? Hat man sich da ein paar Mal mit dem Baseballschläger aufs Hirn oder was noch? Ich bin manchmal ungebremst gegen Pfosten gelaufen und Gott sei Dank habe ich weder Schwestern noch Nichten gehabt, die ich hätte schänden können. Ja, oder gleich heiraten, Familie gründen, die dann mit sich selber verwandt ist, ne? Ja, das war ja damals ein kaiserlicher Spaß für die ganze Familie. Mm-hmm. Haben wir ein Foto von ihm als Kaiser? Aber selbstverständlich, Majestät, Hofbildstelle, bitte. Ja, beim Musical geben sie sich wirklich Mühe, dass die Ausstattung wirklich authentisch ist, ne? Dass das wirklich ausschaut wie damals. Was war das für ein Kaiser? Einer, der Buben mehr gemacht hat als Mädchen? Oder was? Es war ein sehr menschlicher, aber natürlich auch sehr amateurhafter Kaiser, weil der wahre Kaiser sitzt ja hier neben mir. Ja, das ist richtig. Haben wir was anderes auch? Machen wir das weg? Wir machen Stein weg. Majestät, interessant ist zum Beispiel, dass während des Studiums Herr Gernot unter anderem als Background-Sänger für Roy Black, Karel Gott oder Nicole arbeitete. Was? Ich war jung, ich brauchte das Geld, Majestät. Wir hätten doch ein seltenes Tondokument, Majestät. Ja? Viktor Gernot im Duett mit Karel Gott, Hofbildstelle. Aus. Wie alt war er, der Seifenstein? Weißt du, wohl noch im Knabenalter, er ist seither noch etwas gewachsen. Ja. Ist das nicht die kleine Darinka gewesen? Also, das ist nicht er. Soweit ich mich erinnern kann, nein, Majestät. Ja, weil mit den ganzen Drogen in dem Showbusiness kann es sein, dass er es vergessen hat, ne? Nein, das war nicht ich, ich schwör's. Beweis es. Fang das Licht. Halt es fest. Ich kann's nicht weiter. Vielleicht ein Irrtum, Majestät. Ja. Was aber ganz sicher verbrieft ist, ist, dass Viktor Gernot seit langer, langer Zeit Teil der österreichischen Fernsehunterhaltung ist. Da hätten wir zum Beispiel seine erste Hauptabendshow mit Namen Sabalot. Hofbildstelle, bitte. Falls Sie Sabalot wirklich noch nicht kennen, dann ist die Gelegenheit, Sabalot kennenzulernen,
Jetzt. In den nächsten 60 Minuten werden Sie das ein oder andere Mal ein erstauntes Zapperlut ausrufen. Sie wissen, in der Werbung wird immer ein wenig übertrieben, aber das mit der wilden Frische, das trifft schon zu. Zapperlut ist nicht nur der Titel unserer neuen Sendung, sondern auch wie Zapperment oder Sapristi ein Ausdruck der Überraschung. So ein unfassbar fescher Bursche, da könnte man ja sagen, na ja gut, der kann tragen, was er will. Aber nein, er kann nicht tragen, was er will. Da muss ihn ja jemand gezwungen haben dazu. Ja, 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 das war damals beim ORF so, dass junge Moderatoren nicht wirklich entscheiden durften, was sie anziehen durften bei der Sendung. Und ich wollte nur erwähnen, ich war doch die kleine Darinka. Das danach ist eine üble... Das ist der Karel Gott. Manipulation, genau. Das ist der Karel. Wahnsinn. Und trotzdem Karriere gemacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Man muss ja wirklich was können. Mit Nirivani war er ja sehr erfolgreich dann auch, nicht? Mit dem Michael Niavarani war ich sehr erfolgreich. Mit dem auch, ja. Und ja. Auch alleine ist auch einiges sehr gut gegangen, ja, wenn ich das bemerken darf. Ja, selbstverständlich. Ja. Ne? Also das Soloprogramm, wie viel das Soloprogramm ist das jetzt? Das ist jetzt das fünfte. Das fünfte sogar schon? Das fünfte ist das schon, ja. Und früher, wenn ihr euch erinnert... Wenn ihr es euch erinnert, der nächste Schluck geht da hinten ein. In unserer Jugend, wenn ich das bemerken darf, die Hektiker einstmals. Ja, das war ja auch dabei. Legendär. Wahnsinn, er hat ja wahnsinnig viel gemacht. Ja. Wahnsinnig. Wir waren fleißiger Typ. Ja? Ja. Sehr fleißig. Gibt es irgendeinen Wunsch, den wir ihm erfüllen könnten, sei verstanden? Tatsächlich, Majestät. Augenweide? Aha. Wofür brauchen wir die Augenweide? Das muss ich erklären, Majestät. Herr Gernot sagte einmal in einem Chat, ich zitiere: Sowohl Solo als auch mit Band oder Nia läuft's für mich wie auf Schienen. Wobei, dass die Verkäuferinnen nicht spitze Schreie ausstoßen, wenn ich mir ein Mohnweckerl kaufe, das tut schon sehr weh. Also gut, bitte, dann Mohnweckerl kaufen, husch. Darf ich bitte eins von diesen Mohnweckern haben? Das kostet 15.000 Euro, das Mohnweckerl, ja? Ist. Aber das braucht er ja jetzt, ne? Wenn er sich auf den Weg macht, dann kann er ja auf dem Weg dorthin zu seiner Sendung ja ganz schnell einen Mohnweckerl essen. Pardon, Majestät? Hallo? Verstehe. Das ist bedauerlich. Danke. Majestät, wir können Herrn Gernot nicht mit dem Helikopter bringen. Es fliegen schon zu viele Knallkörper durch die Luft. Es wäre zu gefährlich. Aha. Na ja, dann schnell, ob sie ein Taxi kriegen. Gell? Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch mal ein bisschen brav sein, gell? Sehr wohl, Majestät, sehr wohl.